Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living, immer noch auf dem Swiss Caravan Salon 2019. Und hier stehe ich jetzt bei VW, eine Stunde vor Messeschluss und der Grand California ist mal frei. Ja, und so steht er hier in vollem Camping-Trim. Eigentlich könnte man gleich loslegen. Und seine imposante Erscheinung behält er eigentlich aus jedem Blickwinkel bei. Ja, und weil das ein langer Messetag war, setze ich mich erstmal vor den Grand California, hab die Markise raus und chill hier ein bisschen, weil komm gerade eh nicht rein. Das Fahrzeug, was wir jetzt hier anschauen, steht hier im Wert von 84.000 Franken. Inklusive sind da schon 2.000 Franken Messerabatt. Aber hey, wen interessieren schon Preise? Wir gucken jetzt mal rein. Den Grand California habe ich vor 1,5 Jahren auf dem Caravan Salon in Düsseldorf gefilmt. Mal sehen, ob sie was geändert hat. Wir sind jetzt hier in der 6 Meter Variante, haben also ganze 6 Meter Platz zum Leben. Ja, und das Leben beginnt ja bekanntlich irgendwo in der Dinette beim Essen. Wir haben hier einen weißen Tisch, der ist relativ lang und auch schön breit. Da kann man zu dritt gut drauf sitzen. Naja, auf dem Tisch vielleicht nicht, aber man kann hier zu dritt gut sitzen an dem Tisch. Das hat ordentlich Platz und ja, da kann man auch noch einen Laptop draufstellen, nebenher essen, was trinken oder mit Freunden hier einen schönen Abend verbringen. Der Tisch lässt sich auch nicht weiter ausziehen. Der ist so lang, wie er lang ist und so breit, wie er breit ist. Wenn der Tisch hier in der Dinette mal komplett im Weg ist, kann man den mit 2-3 Handgriffen auch abbauen. Hoch damit, einklappen, Fuß weg und dann kann man den ganz einfach entfernen und hat dann hier schön viel Platz. Ich frage mich nur, wohin ich dann den Tisch tun soll. Hier haben wir übrigens noch ein Fach, hier runter. Und hier direkt auf Höhe der Sitzfläche, das gefällt mir, USB-Anschluss und ein kleines Fach. Auf der Sitzbank der Dinette sitze ich eigentlich ganz gut, kann man auch zu zweit sitzen. Der Sitz eher auf der harten Seite, aber nicht unbequem. Ich glaube, da kann man auch mal eine Längefahrt überstehen. Wenn man sich da mal das Fenster anschaut, hier der Bereich schön verkleidet, das sieht ordentlich aus. Wir haben integrierte Fenster, natürlich Verdunklung dabei und auch hier Fliegenviechgitter. So, Achtung, jetzt wird's spannend. Wir haben hier unter der Dinette noch ein kleines Türchen und da versteckt sich die Truma-Bedieneinheit und der Frostschutz. Also jetzt mal ehrlich, man muss sich jedes Mal bücken, um die Heizung zu justieren und dazu auch noch ein Türchen öffnen. Das ist auf den ersten Blick jetzt komisch, aber warum ist es so? Weil wir natürlich hier oben das Gesamtbedienpanel haben, da können wir die Temperaturen anstellen und was weiß ich was, ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber das funktioniert schnell und problemlos. Aber innen drin lässt sich das Licht nicht ausschalten. Was ich jetzt auch nicht so ganz prickelnd finde, ist, der Tisch ist zwar schön lang, aber er ist doch im Weg, wenn man dann irgendwie hier vor ins Cockpit will. Der Beifahrerstuhl womöglich noch in Fahrtrichtung gedreht ist. Ich fürchte, dann muss man einen sehr schmalen Hintern haben, um da vorbeizukommen. Ja, aber simulieren wir es doch mal. Wir drehen den Stuhl, jetzt weiß ich auch wie. Hab natürlich einen gefragt, der sich auskennt. Haha. Aber dafür muss die Tür auf. Und zwar von außen, denn das glaube ich jetzt nicht. Das ist echt. Wir müssen die Tür von außen aufmachen. Das ging jetzt zwar auch von innen, aber da müsst ihr jetzt den Stuhl verschieben. Also, Tür auf, Hebel rum, Stuhl dreht sich. Der Stuhl ist jetzt sehr weit nach vorne geschoben. Wir schieben ihn mal so zurück, dass man da sitzen kann. Machen die Tür wieder zu und sehen jetzt, was übrig bleibt vom Durchgang nach vorne. Das ist nicht wirklich viel. Ich guck mal, ich habe schlanke Oberschenkel und einen schlanken Hintern, glaube ich. Und ich komme da noch durch. Aber das ist wenig Platz. Aber was man natürlich machen kann, den Tisch verschieben. Denn wenn ich den Tisch verschiebe, komme ich hier so im Halbkreis drumrum und kann nach hinten weitergehen. Das ist halt ein bisschen Hin- und Herschieberei. Nicht so super praktisch, aber es funktioniert irgendwie. Also ich habe das jetzt nochmal geprüft.
Ich bin immer noch leicht verwirrt und kann es eigentlich nicht glauben, aber man muss tatsächlich die Tür aufmachen, um den Stuhl zu drehen. Oder ich bin, also wenn ihr wisst, wie das ohne Tür aufmachen geht, schreibt es mir in die Kommentare, ich bin lernfähig. Wenn wir dann zum Küchenblock kommen, haben wir hier direkt am Eingang den Kühlschrank. Das ist ziemlich praktisch, da kommt man von innen und von außen gut dran. Hier noch ein Gefrierfach. Ja, Größe passt. Und hier oben so eine kleine, naja, ich würde mal sagen, halbgare Verlängerung des Küchenblocks. Das ist nicht wirklich massiv viel Platz und dann noch die Stufe, also nur für Kleinigkeiten nutzbar. Und das hier eben der Kühlschrank zum Rausziehen, kann man machen, muss man nicht. Aufgrund der Tatsache, dass wir den Kühlschrank seitlich haben, haben wir jetzt hier gar nichts mehr. Das ist alles Kühlschrank. Wir haben jetzt hier noch ein Fach im Küchenblock für Besteck und sonstiges. Und dann im weiteren Verlauf rechts noch zwei Schubfächer. Und mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Die Küchenzeile relativ kurz, zwei Gasbrenner, Piezozündung und ein recht kleines Waschbecken. Rechts neben dem Waschbecken haben wir noch ein verstecktes Brett. Das ist eine coole Idee. Kann man rausziehen, umklappen hier nach rechts. Dann hat man noch halbwegs stabile Stellfläche auf dem Bett in die andere Richtung. Also zu mir jetzt hin lässt es sich aber nicht umbiegen. Und dann schön verstauen. Und ihr habt das natürlich von außen gesehen, das Fahrzeug ist verdammt hoch. Warum? Weil wir natürlich im oberen Bereich noch ein Bett haben. Das ist im Moment noch eingefahren. Wenn man auf diesen Knopf drückt und kräftig zieht, kommt das Bett raus, senkt sich und dann hat man da oben eine schöne Liegefläche. Die Leiter liegt ja auch schon parat, die ist klappbar, um ein bisschen handlicher zu sein. Die würge ich da jetzt mal runter. Dafür braucht man zwei Hände. Und muss aufpassen, dass man hier nichts kaputt haut. Dann wird die hier oben eingehängt. Das hängt gut, Schuhe aus. Aber noch was vergessen. Hier wird noch was runtergeklappt, dass auch längere Beine Platz haben. Ja, aus dieser Perspektive seht ihr auch schon, Lattenrost drunter und ich gehe es hoch. Und man sieht da schon wieder hier, da ist nicht viel Platz. Ich bin oben angekommen, aber für Menschen in meiner Größe ist das definitiv nichts, denn meine Füße stoßen jetzt schon hinten am Dach an, also vorne am Dach, ja, während mein Kopf hier irgendwie so ja, über der Leiter hängt. Tja, und wie kommt ihr jetzt zu mir hoch? Da hat keiner da, den ich fragen könnte, der mir die Kamera reicht. Oh, jetzt muss ich mich hier rauswürgen. So, komm, jetzt auf, reicht mir mal eine Hand. Oh, ja, ich hab euch. Haltet euch fest. Oh, da sag mal, dass Kastenwagenfilm kein Sport ist. Halte ich für ein Gerücht. Also, und jetzt seht ihr, was ich meine. Meine Füße hier hinten direkt am Dach. Das ist für Kinder, aber nicht für erwachsene Menschen. Wir haben Glück, da ist noch ein Dachfenster, sonst hätten wir hier noch mal 5 cm weniger Kopffreiheit. Also das ist schon, da muss man es eng mögen, dass man hier oben noch schläft und holt sich sicherlich häufiger mal eine Beule. Wobei die Decke hier wenigstens noch ein bisschen nachgibt, also es dürfte nicht allzu schmerzhaft sein. Ja, aber immerhin hat man einen coolen Blick von hier oben. Die einzige Möglichkeit, um als Erwachsener hier oben nächtigen zu können, ist, wenn man diagonal liegt, dann geht das. Dann kann ich hier, holy shit, okay, oder auch nicht. Alter Falter, da haut es mich hier noch schier runter. Was ist das denn, ey? Ich glaube, das lag nicht richtig drauf. So, also mit dem Kopf hier auf diesem leicht nachgiebigen Teil und die Füße ins Eck, dann geht das mal für eine Nacht, aber nicht für dauernd. Außerdem ist hier sauwarm da oben. Ich gehe wieder runter. Hoffentlich stürze ich nie wieder ab. Ja, gucken wir mal. Das war mein Handy. Wo ist mein Handy? Hallo Handy? Ha. Grand California frisst mein Handy, glaube ich ja nicht. Ist ja schlimmer als Totte, der frisst mir SD-Karten. Oh. So. Also runter geht auch irgendwie.
aber irgendwie nicht so gut. Boah, ist mir warm. Ja, kommt ihr danach oder bleibt ihr noch oben? Auf jetzt, runterkommen. Ich hab Bock auf Spielchen. Ja, so ist brav. Habt ihr gut gemacht. Ich baue hier mal wieder die Leiter weg. Leg das Ding wieder oben hin. Ja, dann müssen wir als erstes hier wieder das Killer-Kopfteil nach hinten klappen. Knopf drücken. Und hoch mit dem Ding. Also verräumen und aufbauen ist sehr, sehr easy. Was ich eine coole Lösung finde, ist das hier. Fliegengitter. Das geht aber nicht bis zum Boden, sondern das deckt nur hier den Bereich Küche bis hoch ab. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch ein vollwertiges Fliegengitter, das dann bis zum Boden geht. Und in der Mitte treffen sie sich. Das ist eine geile Idee. Gut, also bevor ich mich jetzt hinten hinlege, gehe ich erstmal ins Bad. Und die Tür geht hier ganz auf. Cool ist auch, das Licht geht automatisch an. Und genau da stehe ich jetzt. Und muss sagen, ich habe Platz. Es wirkt allerdings auf mich wiederum ein bisschen weiß. Das eröffnet die Möglichkeit, mir selber hier Farbe in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu malern. Wenn man reinkommt, wird man erstmal von einem Plastik-Klappwaschbecken begrüßt. Mit einer großen Brause und einem Mischer. Die Brause hier wird sowohl fürs Waschbecken als auch zum Duschen verwendet. Oben drüber Spiegelschrank mit abgedeckter und nicht abgedeckter Lagerfläche. Auch schön, Handtuchhalter sind montiert und ein LED-Band, das nach unten und oben funzelt. Zwei Wasserabläufe sind vorhanden, das ist immer praktisch, wenn man nicht ganz gerade steht. In dem Fahrzeug ist jetzt auch schon eine Soganlage verbaut und oben drüber gibt es ein bisschen Ablagefläche. Und dann käme das Waschbecken. Ist jetzt wieder hochgeklappt. Wie ihr seht, gibt es kein seitliches Fenster. Wir haben nur oben ein eher kleines Dachfenster, also schnell mal lüften ist nicht ganz einfach. Wohin? Mit den ganzen Klamotten, die mitkommen. Die kann man hier rein tun. Das klappt hier schön aus. Könnte jetzt eher meinen, da ist viel Platz. Ist aber eher ein kleines und nicht sehr tiefes Fach. Und an dieser Stelle merkt man jetzt, ob man für das Fahrzeug passt oder nicht. Achtung! Ich mache hier mal auf und das Fach geht so gerade auf. Zentimeter habe ich vielleicht noch. Also für mich ginge das Fahrzeug. Wäre ich größer und hätte eine größere Rübe, dann würde ich mir jedes Mal, wenn ich hier das Fach öffne, möglicherweise wehtun. Muss nicht sein, kann aber. Die Fächer selber sehen groß aus, sind aber auch nicht tief und erschwerend kommt hinzu, dass wir hier noch irgendeinen Kanal haben, der natürlich voll im Weg ist, wenn man da eigentlich was reintun will. Also im Grand California sind die Voraussetzungen gut, dass man nicht zu viel mitnimmt, denn auch hier im vorderen Fach nicht ganz so viel Platz. Fach hinten mit Netz, wenn man dann denkt, okay, geht vielleicht viel ins rechte Fach, geht nicht wirklich, denn auch da dieser blöde Kanal. Frage ich mich ja doch, wer das designt hat und so den Stauraum reduziert. Komplett rum im Prinzip. Denn auch im hinteren Netzfach ist hier wieder irgendwie ein Kanal verbaut. Was mir wiederum gefällt, ist die Ambient-Beleuchtung da oben und das wirklich schöne große Dachfenster hinten. Da kommt natürlich sehr viel Frischluft rein. Jetzt sind wir schon in der Bettregion mit USB-Anschlüssen und wir haben hier natürlich in einem 6-Meter-Fahrzeug Querbetten. Aber ihr kennt mich, jetzt gehen wir erstmal Probe liegen. Boah, da bricht man sich schier den Fuß, wenn man sich da unten einfädelt, um hochzusteigen. Oh, die Matratzen sind ungefähr so dick. Darunter haben wir Tellerfedern. Das passt. Und jetzt liege ich hier alleine, ich und meine 1,80 Meter. Kann ja auch noch Licht machen. Und liege hier eigentlich ganz bequem. Von der Länge her geht das mit 1,80 Meter gerade. Also wenn du aber 1,90 Meter bist, würde ich mir das mal noch mal gut überlegen und testschlafen. Zur Not eben, wenn es in der Breite nicht geht, diagonal schlafen. Da kann man dann auch noch ein Stückchen länger sein. Ja, so im Großen und Ganzen ist das hier hinten eigentlich recht gemütlich, muss ich sagen. Ganz kuschelig.
Hier haben wir noch zweimal Stromauslässe, 230 Volt. Da wo ihr jetzt steht, ist auch nochmal hier so eine LED-Funzel. Jo, ganz nett. Wir haben dann hier oben noch einen Belüftungspilz. Und ansonsten sehr viel Weiß in dem Fahrzeug. Da ist also noch viel Raum, um sich persönlich das Ganze so farblich zu gestalten, dass einem das ein bisschen wohnlicher wird. Was mir gut gefällt, der ganze Wagen ist so mit Stoff bezogen. Das macht das Ambiente ein bisschen schöner. Und auch wenn man sich mal anstößt, tut es nicht ganz so weh. Das Cockpit natürlich aufgeräumt, wie man es von VW kennt. Ich denke, es gibt keine Rätsel auf. Nur wenn man dann hier im Steuer sitzt, sollte man sich immer bewusst sein, das ist kein VW Golf, sondern das Auto ist hoch. Also Vorsicht vor Schildern, Bäumen, Tunneln und so weiter. Nachdem mich der Van jetzt fast umgebracht hat, bin ich drin fertig. Und jetzt gucken wir mal noch im Heck. Im Heck haben wir für ein 6 Meter Fahrzeug ja, ganz gut Platz. Hier eine große Fläche und dann links und rechts noch weitere Fächer. Und hinten im hinteren Fach des Kellers sind die ganzen Sicherungen, Solarregler von Votronic angebracht. Die ganze Elektrik kommt da rein. Und davor ist noch ein großes Fach für anderes Zeug, was so mit dabei ist. Cool sind auch die Airline-Schienen hier auf der rechten Seite. Und hier links noch eine kurze Airline-Schiene. Das hilft beim Verzuren. Und hier links hinten haben wir noch eine ordentliche Verzuröse. So, hier hinter versteckt sich das Gas. Zwei große Gasflaschen passen da rein. Man braucht aber zwei Hände, weil das Brett lässt sich nicht runterklappen, sondern man muss es wegnehmen. Finde ich jetzt nicht ganz so praktisch. Hier im Mac haben wir nochmal 12 Volt Zigarettenanzünder und 230 Volt daneben. Und einen Anschluss für eine Außendusche. Das ist auch cool. Die Markisenstange ist hier oben schön verräumt. Hier hinten an der Tür gibt es noch die Halterung für die Campingstühle, wenn man denn welche hat, die da reinpassen. Und diese Tasche gibt es natürlich auf beiden Seiten. Man hat ja zwei Stühle dabei meist oder mehr. Mal so zum Vergleich. Ich bin 1,80 Meter groß. Und da oben ist das Ende vom Dach riesig. Ja, mit geschlossenen Türen macht das schon eine imposante Figur. Schon riesig und ganz oben. Das ist keine Schlange, sondern das ist die Rückfahrkamera, die da noch rüber guckt und die brauchst du auch. Diese Ausbuchtung, die man hier am Fenster sieht, was ja eigentlich gar kein Fenster ist, denn dahinter ist Wand, das brauchst du, um überhaupt schlafen zu können in der Quere. Und diese Ausbuchtung gibt es natürlich auf beiden Seiten. Und dadurch, dass die ganze Fläche schwarz ist, fällt das auch gar nicht so ins Auge, wenn man nicht darauf achtet, dass da eine Beule besteht. Ja, das wiederum gefällt mir gut. Push to open für die Toilettentür. Da kommt dann auch gleich die Toilettenkassette entgegen. Leider gibt es da dann keinen Platz mehr, um noch Chemie zu lagern oder sonstiges. Einmal Handschuhe, was weiß ich. Da grinst einen gleich die Toilettenkassette an. Hinten links Stromanschluss für Festnetz, wenn man es mal braucht. Ja, und auf Seiten der Schiebetür hat er dann auch noch den Frischwassereinlass. Sprich, dahinter wird der Tank liegen. Hier von außen zugänglich am Küchenblock an der Rückseite ist noch ein kleines Tablett, was man hier runterklappen kann. Da haben wir nochmal, das finde ich cool, USB-Anschlüsse und auch nochmal 230 Volt und ein Schalter, der nicht belegt ist. Der Grauwasserablass ist vor dem rechten Hinterrad. Das Weiße ist dann der Grauwassertank, der in dem Fall auch nicht isoliert zu sein scheint. Und auch jetzt könnte ich mich täuschen, aber seht ihr ein Ersatzrad? Ich nicht. Dafür ein ordentliches Ofenrohr, was aber eigentlich der Auspuff ist, der mittig unterm Fahrzeug ist. Eine interessante Position. Boah, das wäre geschafft. Einmal durch den Grand California durchgekrochen. Ein paar interessante Lösungen. Ein paar Dinge, die ich nicht so super prickelnd finde. Alles in allem ist es ein Haufen Geld, was man da investiert in ein Fahrzeug, das ich durchwachsen nennen würde. Und was sicherlich cool ist, sind die vielen USB-Steckdosen. Das ist eine tolle Sache. Da ist VW auf der Höhe der Zeit. Das Bett oben für Erwachsene in meinen Augen nicht nutzbar.
wenn man irgendwie größer als 1,60 Meter ist. Bett hinten und der Bereich sehr angenehm, da kann man sich wohlfühlen. Das Bad ist auch groß genug. Für meinen Geschmack fehlt ein bisschen Farbe, ist alles sehr weiß, aber eben Farbtopf kaufen, selber malen. Vorne der Tischbereich, sehr lang, ist eigentlich ein bisschen im Weg, wenn man vor in Richtung Cockpit will. Die Tür muss man aufmachen, um den Stuhl zu drehen. Das verwirrt mich noch immer. Ersatzrad nicht gefunden. Küchenblock ziemlich klein und auch noch kleiner ist der Stauraum. Da passt im Prinzip sehr wenig rein. Der Kühlschrank an der praktischen Stelle, direkt an der Tür vorne, von innen und außen zugänglich. Finde ich cool. Wie effizient das ist, wenn man ihn rauszieht, wie viel Kaltluft er da verliert, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Denn alles, was man an Kaltluft verliert, muss nachproduziert werden. Das kostet Energie. Entweder Strom oder Gas. Ja, das war's von mir. Ich bin durch, die Messe ist fertig. Es ist kaum noch einer hier. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Kommt mit auf unsere Reisen. Schaltet einfach mal wieder ein. Ihr kriegt auch immer eine Nachricht, wenn ihr das Glockensymbol klickt. Dann gibt es eine E-Mail, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ihr auf Reisen bin oder einen Kastenwagen checkt. Also, bis dann. Ciao zusammen. Hier haben wir übrigens noch ein Fach. Hier runter. Ach. Boah, ich glaube, das Auto will mich umbringen. Ach. Boah. Und dann im weiteren Verlauf. Was sicherlich cool ist, sind die vielen USB-Schalter.